Das kann ich nicht tun. Ich gebe Ihnen, was Sie verlangen. Wir beide kennen uns schon so viele Jahre. Aber heute kommst du zum ersten Mal zu mir, um Rat oder um Hilfe. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann du mich hast das letzte Mal auf deine Hometrail für eine Abfahrt hast eingeladen. Dabei ist meine Bike aus dieselbe Charge wie von die deine. Aber lass uns ganz offen sein. Du hast dir nie Wert gelegt auf eine Abfahrt. Du hast dir immer gefürchtet, hinter mir zu fahren. Ich wollte keinen Platten haben. Ja, ich weiß. Für dich war ein Platte der Ohr. Deine Bike geht gut. Deine Schlauche ist da, um dich zu halten. Außerdem gibt es die Fliegzeug. Wozu meinem Tubeless Milch? Aber jetzt kommst du zu mir und sagst, Don Corleone, ich fahre noch die Schläuche. Aber du zeigst mir keinen Respekt. Bittest nicht etwa um Freundschaft. Du sagst nicht einmal Pate zu mir. Nein. Stattdessen kommst du an die Waschtag von meiner Bike, in mein Haus und bittest mich um Tubesmilch. Für Geld. Ich bitte Sie um Pannenfreiheit. Das hieß keine Panne. Deine Schlauche hieße dich. Lassen Sie die Reifen mit Milch füllen, bevor sie erplatten. Bitte, wie viel soll ich bezahlen? Bundesera! Bundesera, was habe ich dir getan, dass du mich so respektlos behandelst? Wärest du in Freundschaft zu mir gekommen, da würde der Erbschirm, der deine Schläuche ruiniert hat, noch am selben Tage dafür leiden. Und wenn du dir, als anständiger Mensch, dir heute eine Platte holen würdest, dann würde ich meine Milch als die deine betrachten. Die Panen würden dich fürchten. Wollen Sie mein Freund sein? Mein Pate. Gut. Irgendwann. Möglicherweise auch nie. Werde ich dich bieten, eine kleine Gefährlichkeit zu erweisen. Aber solange ich das nicht tue, soll die Tubesmilch ein Geschenk an dich sein. Zum Waschtag meine Bike. Grazie, Pate. Prego.